Herzlich willkommen bei Let's Play Evoland, der ersten Folge dieser Hommage, würde ich sagen, und ja, an die japanischen Rollenspiele oder ja, dieser Reise durch die Welt der japanischen Rollenspiele. Zumindest für mich wirkt es so. Es wirkt wie ein Zelda meets Final Fantasy Spiel, würde ich einfach sagen. Bevor ich jetzt hier lang schnacke, fangen wir einfach ein neues Spiel an. Genau, wir haben nämlich hier was freigeschaltet, die rechte Taste. Wie ihr seht, ist es grafisch hier schon extrem anspruchsvoll. Und ja, es ist eigentlich egal, was ich auf der Tastatur momentan drücke oder ob ich mit der Maus hier irgendwas mache. Ich habe nur die rechte Taste. Ich kann nur nach rechts gehen, nicht nach links. Es geht nur in die eine Richtung. Ich gehe jetzt hier zur Tastatur und... Ach, alala, linke Taste, immer nach rechts gehen ist öde. Haben wir einen Erfolg freigeschaltet. Dann gehen wir doch nach links und... 2D-Bewegung. Ein Glück, ihr könnt nämlich sonst nirgendwo hingehen. Ja, also man merkt vielleicht schon hier so gleich ein bisschen zum Start, worum es in diesem Spiel geht oder auch worum es nicht geht. Es ist wirklich eine Reise durch die Entwicklung der damaligen Rollenspiele. Genau, jetzt können wir uns hier halt schön bewegen. Wir können uns natürlich auch nur nach links, nach rechts, nach oben oder unten momentan bewegen. Irgendwie so diagonal oder so. Nee. Viel zu anspruchsvoll, das geht nicht. Vielleicht auch nur noch nicht. Freigeschaltet, einfacher Bildlauf. Ja, natürlich ist es schön, dass die ganze Spielwelt größer ist als ja, diese paar Felder. Und, oh, da geht's weiter. Ja, hier vorne, ich hatte schon mal kurz angespielt. Hier sind so Sträucher, hier das sind, glaube ich, Steine. Ja, da kann ich momentan noch nicht wirklich was machen. Aber da, es gibt wieder ein Kistchen und Soundeffekte. Habt ihr gerade gehört? Wunderbar, da klingelt es doch bei uns allen im Ohr. Glatter Bildlauf. Merkt man auch, man hört auch schön das Stampfen unseres Charakters. Ach, ist das doch was Feines. Was haben wir denn hier unten? Ein Schwert. Jetzt können wir böse Monster töten und Gebüsche niedermähen. Das können wir über die Leertaste hier, um das einfach mal zu zeigen. Wir haben da hinten ja vorhin so ein paar Gebüsche gesehen. Also hier unten kommen wir, glaube ich, immer noch nicht lang. Das können wir uns aber gleich angucken. Wir laufen mal ein kleines Stück zurück. Da hinten waren ja ein paar Gebüsche. Ja, ich habe momentan leichte Probleme, unser Schwert zu erkennen. Das wirkt doch gar nicht mal so stark auf diesem Monitor. Ein Stern sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Ja, ich muss nicht alle Gebüsche wegmachen. Gott sei Dank. Die armen Tiere, ein paar müssen wir auch übrig lassen. Es gibt ein paar, die leben drin. Freigeschaltet die Karte Octorak, eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Ja, ich hatte da letztens schon mal ein paar, wie gesagt, ich hatte schon mal kurz angefangen zu spielen, einfach um es mir mal kurz anzugucken, ob mir das einen Spaß macht. Ich weiß momentan noch nicht wirklich, wofür die da sind. Habe ich aber auch mich nicht wirklich drum gekümmert bisher. So. Haben wir noch ein paar Gebüsche kaputt. Scheiß auf die Karnickel, die drin wohnen. Was haben wir denn? Monster, Vorsicht, berührt sie nicht. Vielleicht hätten wir das nicht machen sollen. Game over. Und das war's. Ich kann jetzt hier fortfahren. Oh. Ja, fortfahren könnte ich machen, wenn wir schon einen Speicherstand hätten. Da würde ich halt beim... Ja. Ich bin gerade bis zum ersten Speicherpunkt gekommen, ja. Das Problem ist wirklich, wir haben momentan nur ein Leben. Und dadurch sehe ich das Ganze jetzt eben schnell nochmal. Diesmal als allerdings im Schnelldurchlauf, weil wir es ja alle schon kennen. Einfach Bildlauf, wow. Links, rechts gehen, oben, unten, 2D-Bewegung. Hui, alles wunderbar. Soundeffekte, krass, übel. Glatter Bildlauf. Oh, ist ja geschmeidig, dieser Flow. Und wir holen uns. Oh, ein Schwert. Schick, schick. Guck, kann man so machen. Und so. Kann man Gebüsche mit kaputt machen? Wunderbar. Wir mögen es, Gebüsche kaputt zu machen. Laufen wir jetzt natürlich eben ganz schnell nach links. Lal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 a. Was ist ein Gebüsch? Noch ein Gebüsch, noch ein Gebüsch, noch ein Gebüsch, noch ein Gebüsch. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Und alle versteckten Sterne in Evoland sollen wir suchen. Ja, wir werden sicherlich welche übersehen. Und oh, guck, hier können wir uns durchs Gebüsch kloppen. Die Karte Octorak wissen wir natürlich immer noch nicht, was wir damit sollen. Ist ja auch gerade erst 2 Minuten her, dass wir darüber ungefähr geredet haben. Genau, und dann sind wir auch schon quasi wieder so weit wie vorher. Also es gibt hier dann regelmäßig Speicherstände, wo das gespeichert wird. Momentan ist es wirklich so, wir haben nur ein Leben. Ich denke mal, das wird später auch noch anders. Hoffe ich.
Ich würde diese Küste gerne umgehen, ne? Ist viel einfacher ohne Monster. Aber wir können ja diesmal einfach intelligent vorgehen. Ich weiß, das widerspricht eigentlich unserem Naturell. Aber so ein bisschen kriegen wir das vielleicht hin. Da oben ist noch ein Kistchen. Musik. Evoland-Melodie seit 2012 ganz oben in den Charts. Ja, finde ich eigentlich auch ganz nett, die Melodie. Und hier haben wir einen. Kiste. Speicherpunkte. Eine Entwicklung, die Computerspiele für immer verändert hat. Hier. Wenn wir jetzt über diesen Speicherpunkt laufen, wird eben schnell gespeichert. Wir sind wieder in Sicherheit. 16 Farbenanzeige. Hui. Das war schon ganz schön gewagt. Jetzt sieht es so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, Zeldas hässlicher Halbbruder. Ich finde, er hat schon gewisse Ähnlichkeiten mit Link. Link natürlich, hässlicher Halbbruder. Was hätte ich denn da für einen Schwachsinn? Ja, hier mit dem Monster muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, weil, wie gesagt, ich habe momentan nur ein Leben. Ruhig sie? Das war knapp. Ich glaube, die hat mich getötet. Ich habe sie auf jeden Fall getötet. Oh, hier oben kann man was machen. Ich werde, glaube ich, doch mal eben zurücklaufen. Hinten konnte man noch mehr entdecken. Das sieht mir hier vorne aus, als würde man hier wirklich weiterkommen. Ja, ich kann noch immer nur oben, unten, links, rechts gehen. Irgendwie so diagonal oder so. Wäre schön, aber haben wir nicht bezahlt. Na, komm her. Scheiß Fledermausvieh. Komm her. Put, 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 put. Das ist doch eine Fledermaus, oder? Komm her. Put, put, put. Scheiß Fleder. Bleib da halt da hinten. Gehst mir auf den Sack. Okay, also hier ist nichts. Ich hab Denton ja gerade eben kurz. Mal kurz gucken. Ah, gespeichert. Man muss wirklich momentan nur rüberlaufen. Das ist natürlich ganz angenehm. Gebüsch. Kiste, ein Stern. Da hat sich doch allein schon gelohnt herzukommen. Und die Karte Fledermaus. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Was auch immer das heißt. Kommen wir sicherlich noch drauf später. Denke ich mal. Vielleicht. Eventuell. Mal gucken. So, dann hier vorne. Nö. Stein, können wir nichts mitmachen. Hier oben, da geht eine Treppe weiter. Oder wir kommen hier lang und. Nö. Vielleicht kriegen wir ja gleich die Fertigkeit. Hammer, zerstört Steine oder so. Spiel gespeichert, wunderbar. Ein Stern, deinen Namen trägt. Fällen, denke ich mal dran. Und es tut mir auch echt leid, ich mag das Lied auch überhaupt nicht. Freigeschaltet. Oh, a short story adventure of video. A short story of adventure video game evolution. Nach jahrhundertelangem Frieden trat eine uralte böse Macht zurück ans Licht, um die Welt von Evolandia zu bedrohen. Ihr seid eins der wenigen verbleibenden Mitglieder des Ordens der Drachenritter, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen, um in den notleidenden Zwölfen und das Böse zu bekämpfen. Dank des jahrhundertelangen Friedens hattet ihr in letzter Zeit nicht gerade viel zu tun, aber es sieht ganz so aus, als würde sich das bald ändern. Freigeschaltet. Handlung. Eine kurze Geschichte, um euch in die neue Welt einzuführen. Erstmal speichern. So viel Handlung, da muss man erst einmal gespeichert haben. Mal gucken, kommen wir hier? Ne, da kommen wir nicht lang. Da kommen wir nicht lang. Das ist ein Kaktus. Hallo Kaktus. Hallo Link. Ja, also das Spiel ist halt auch nicht nur ein Spiel, sondern es erzählt einem halt die Geschichte der Adventures. Freigeschaltet, 256 Farbenanzeige. Das ist schon fast echte Grafik. Stimmt's? Ja. Das ist doch eigentlich schon ganz nett. Vor allem, wenn wir hier alles töten. Hier gibt es einen Speicherpunkt. Zeichenanzeige. Zum Glück stand euer Held, dieses Zeichen lesen zu können. Achso, das sollten wir vielleicht auch mal eben. Diese Fahrt ist nur für wendige Abenteurer geeignet, hä? Wendig, ja. Sind wir ja wohl eher weniger. Oh, ein Gebüsch, ein Gebüsch! Oh, weg ist das Gebüsch. Noch ein Gebüsch. Und weg ist das Gebüsch. Was steht da? Der Dimensionstein versperrte Weg. Versucht es mit dem Pfad im Osten. Ah, freie Bewegung. Ist es das, was ich denke? Es ist das, was ich denke. Seht ihr? Es kann uns nichts mehr aufhalten. Ach so, wegen Wendig kommen wir da jetzt. Seht ihr? Hier. Wir sind die Besten. Okay, Spiel gespeichert und. Oh oh, ich will nicht. Inventar. Klickt das Symbol an oder öffnet es mit Tab. Ja,
Tappen wir doch. Ja, wir haben ein Schwert. Wunderbar. Wir haben 3 von 30 Sternen gesammelt. 2 von 23, was auch immer. Und kein Geld. Da oben ist ein Stein. Da ist auch ein Stein. Ich glaube, wir müssen lernen, Steine kaputt zu machen. Der wird ja lebendig. Aber ist ein bisschen... Okay, gut, von vorne können wir nicht. Von vorne können wir eben nichts. Wir müssen halt immer hier noch so ein bisschen vorsichtig sein, weil wir haben ja, glaube ich, immer noch nur ein Leben, ne? Freigeschaltet, Fahrt, alle Monster zu töten ist bei der Quest mitunter hilfreich, ja. Das sowieso, vor allem wenn sie mal Beute fallen lassen würden. Oh, freigeschaltet, Überwelt. Es geht ja richtig rasant voran, die Welt zu erforschen ist nett, nehmt euch aber vor zufälligen Begegnungen nach. Zufällige Begegnung. Eben kurz gucken. Schön. Diese Überwelt. Eine Kiste, rundenbasierter Kampf. Gehen wir zu einem anderen Kampfstil über. Ah, ja. Rundenbasierter Kampf, genau das, was ich gesagt habe. Aha, Spezial haben wir nichts, Gegenstände. Hier nehmen wir einen Trank. Laufen. Greifen wir doch an. Wir suchen den Gegner aus. Und kriegen richtig eins auf die Fresse. Ah, wunderbar. Wir haben 50 Gliss gewonnen. Was sind denn Gliss? Ah, Gliss ist die Währung, die wir hier haben. Das ist doch schön. Schöne Landschaft. Oh, und wieder ein zufälliger Kampf. Diesmal gegen 2 Slimes. Slimies? Ein Slime, 2 Slimes? Das war ganz schön unfair. Das wisst ihr schon, Jungs, ne? Aber gut, die Slimes sind jetzt nicht so schnell beim Angriff. Aber die hauen zu. Das finden wir nicht gut. Wir haben 100 Gliss gewonnen. Man kommt sicherlich gleich was, wo unser ganzes Gold ausgeben können. Mode 7 sah fantastisch aus, als es seinerzeit 1990 eingeführt wurde. Ja. Wunderbar. Ja, es wirkte halt so ein bisschen 3D. Mhm. Ortsname. Hier erfahrt ihr den Namen der Orte, die ihr bereist. Wir sind auf der Wiese. Schön. Da vorne sind wieder diese komischen Steinfiguren. Die müssen wir sicherlich dann gleich wieder angrapschen. Wir können das mal kurz speichern. Das finden wir natürlich supi. Und... Schade. Das war's auch. Ja, hilft wahrscheinlich nur angrapschen. Ups. Geh weg. Aber nicht so weit. Schönes Spiel. Also jetzt bin ich auch schon längst da, wo ich nicht mehr war, als ich gespielt hatte. So, einmal kurz speichern. Weil wenn wir uns jetzt... Ne, wir lassen uns lieber nicht umbringen, ne? Wir lassen uns nicht umbringen. Sind stark. Truhe freigeschaltet. Alle Monster zu töten kann ebenfalls Schätze freischalten. Also nicht nur neue Wege, sondern auch Schätze. Doch! Warum ist die Musik in Dörfern immer so nervig? Ja, das ist eine gute Frage. So ganz so toll finde ich sie hier jetzt gerade auch nicht. Hier im Dorf, da sind auch sicherlich auch lebende Leute. Wo seid ihr? Oh, da verlasse ich das Dorf. Ah, das ist ja, sagen wir, das Papunika. Sagen wir auch gerade schön auf der Karte, das Dorf. Ist ja mal nicht so viel los in diesem Dorf, ne? Häuser betreten. Ihr könnt jetzt beliebig in die Privatsphäre anderer eindringen. Wunderbar. Dann machen wir das doch auch gleich. Hm, klauen hier auch Kisten? Gastwirt, falls ihr etwas müde seid, warte ein warmes Bett auf euch zu einem fairen Preis. Entschuldigung. Ihr seht müde aus. Möchtet ihr euch gegen 10 Gliss in unserem gemütlichen Gasthaus ausruhen? Sagen wir einfach mal ja. Ah, oh, das ist schön. Und da sind wir wieder super ausgeruht. Ja, wir wollen das Spiel auch speichern. Das kann... Aha. Man kann hier also auch was machen. Mein Krampf von AC4os klingt nicht besonders unterhaltsam. Liegt hier. Die Rettung der Welt mit Heldenkristallen von Hasakaguchi. Ich glaube nicht, dass ich das brauchen werde. Ach ja, wir werden auch die Welt nicht retten müssen. Wir sind doch nur ein kleines Kind. Ein kleines Kind muss doch nicht die Welt retten. Liegt hier auch was drauf? Nee. Ein Bücherregal. 1001 Monster mit einem Schuss von Chuck N. Für den unerschrockenen Abenteuer. Welcher Chuck N da wohl gemeint ist? Okay, mit der Uhr können wir nicht interagieren. Ihr habt einen Trank gefunden. Oh, ist doch schön. Dann verlassen wir nochmal das Haus, nachdem wir hier also sozusagen alles angegrabbelt und ausgeräumt haben, was ansatzweise auch nur sinnig ist. Wir haben noch 140 Gliss, 2 Tränke
100 Trefferpunkte, die haben sich gerade vielleicht sogar durch den Schlaf regeneriert. Vielleicht. Wie man einen Emok zubereitet von Wewald. Lecker. Ich dachte gerade erst, wie man einen Ewok zubereitet. Wäre auch nicht schlecht. Alle eure Truhen sind gehört zu uns. Da gab es wohl ein Übersetzungsproblem, ja. Das habe ich auch gerade gemerkt, weil ich dachte mir, so falsch können die das doch gar nicht schreiben. Hier ist nichts. Dann ist hier wahrscheinlich gleich wieder eine Truhe, wodurch jemand kommt. Und wir haben 50 Gliss gefunden. Freigeschaltet, der Laden, aber bei diesem Kerl könnt ihr jederzeit eure Gil ausgeben. Gil, nicht Gliss. Wie sag ich überhaupt Gliss? Tut mir leid, der nationale Schwerfer verbietet uns Waffen an Kinder zu verkaufen. Okay, gut. Also, brauchen wir jetzt hier wohl doch keine Waffen kaufen? Oder suchen sie Erwachsene, die einfach ein paar Euro, ein paar Gliss, meine ich, hier geben. Und der, ne, so wie das man da manch Jugendlicher ja wohl auch macht, um an Alkohol zu kommen. Was? Die Tür ist verschlossen. Was sich wohl dahinter verbirgt. Skandal. Das ist ein Brunnen. Das ist ein Brunnen. Eine Kiste. Freigeschaltet. NSC. Endlich jemand zum Reden. Oder auch nicht. Aha. Hier waren vorher keine. Tut mir leid. Mit Kindern rede ich nicht. Ah, super. NSC, den wir da freigeschaltet haben. Noch ein Haus. Wo wir rein können. Was haben wir hier? Nix. Nix. Freigeschaltet. Die Karte Talk. Ja. Wissen wir noch nicht, was wir damit machen können. Das Medium ist die Massage. Message schreibt man anders. M. McLuhan. Wie passend. Und der ultimative Führer für alles von S. Miyamoto. Ein absolutes Genie. Gut, ich denke, bevor wir uns hier... Das machen wir noch. Wir haben einen Trank gefunden. Ja, ich sage erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier geht es dann beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt... Evolent. Let's play Evolent. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und sagt bis dann. Tschüss.